Ja. Also eigentlich wollte ich gerade die Anmodi machen. Also Leute, ihr habt's gehört, da ist jemand dabei. Hallöchen, sagen Sie erstmal, Sie sind Co-Moderator. Okay, und weil der Typ gerade so unverschämt unhöflich war, würde ich sagen, wir schmeißen ihn direkt aus der Party. Nee, kleiner Spaß. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Wir stehen hier vor Nottinghamshire, oder zumindest hinter mir ist so ein Hinweis-Fuzzi. Wir stehen hier vor Nottinghamshire, haben unser Spaß und ich würde sagen, wir. Warte, falsch, falsch, warte. Wir plaudern nicht lange los, sondern springen runter. Warte mal, ich muss gerade. Warte mal, welche Taste war das nochmal? Ja, der will auch nicht. Wir gehen auch, wenn's runterfährt. Okay, dann halt mit Anlauf, warte. Ich wollte jetzt eigentlich richtig cool runterspringen, aber es hat ja nicht geklappt. Warte mal, dann machen wir es mit Anlauf. Mit wem lasse ich mich hier ein? Er ist gesprungen! Es ist gesprungen! Das Pferd ist tot. Das Pferd ist tot. Und es sieht verdammt lustig aus, wie es gestorben ist. Bei mir jetzt eine Art Depp gemacht. So, ich hätte gern, Wahrung. Also, es ist nicht nur der André dabei, der, mit Motor. Entschuldige, ich kann kein Deutsch. Also, es ist ja nicht nur der André dabei, der hier mitmoderiert. Es ist auch der, Philipp dabei. Nur hält er sich für was Besseres und dachte, er ist es einfach nicht wert, hier zu reden. Ist einfach richtig abgehobener Kerl. Ja. So. So, wir sollen jetzt mit den irgendwen reden. Aber ich will erstmal diesen Boden, das Ding hier haben. Weil ich gerne wüsste, ob das so ein Goldteil ist. Das bin ich. Und ich werde. Ja, so, hier muss ich runter. Oh, ich habe gerade einen Zivilisten getötet. Entschuldigung. Hinter uns allen liegt ein langer Weg. Ich fand's ja lustig, wie ich mal versucht habe, drei Leute zu töten, das aber leider irgendwie nicht geklappt hat, weil die Story relevant waren. Und? Ja, Tuningstenbaren, endlich! Ich kann meine Rüstung auf Max hauen. Oh, endlich kann ich sie auf legendär auch stufen. Ja, was ist? Ich würde niemals Zivilisten töten. Ich glaube, ich habe damals auch ein Ghost Recon Teil gespielt und dann habe ich irgendwie aufgegeben, weil ich die Steuerung nicht kapiert habe, weil ich nur irgendwie noch 5 Jahre alt war und viel zu blöd für das Spiel war. Nein. Was meinst du, wie viele ich hier schon aus Versehen getötet habe? Willst du mal wissen, wie viele, also ich wüsste gerne selber mal, wie viele NPCs ich jetzt hier schon in Assassin's Creed getötet habe, unabsichtlich. Absichtlich sind es nicht so viele, unabsichtlich wahrscheinlich schon über 60 oder so. Nee. Okay, ich habe den Boden gefunden. Bist du es wirklich? Nee, willst du? Der alte Hund, also so alt sieht er doch noch ja nicht aus. Schöner langer Bart, rote Kleidung. Ja. Der ist sicher noch nicht so alt, der Weihnachtsmann. Ich habe den Kerl gerade als Weihnachtsmann abgestempelt, obwohl das nicht ist. Ich stehe hier heute an Willi Stern. Ja, genau. Auch Odin habe ich erst in der letzten Folge wieder gespielt. Da hat er sich ein Auge rausgerissen. Ich werde an ihrer Seite kämpfen. Das nehme ich einfach mal. Oh, her damit. Ich komme vorbei, Alter. Ich klause dir. Ernsthaft?
Also ich will mir erstmal eine PS5 holen. Schnellste Weg führt über den Fluss, das wird spaßig. Ich habe meine noch nicht mal ein Jahr. Weiß ich ja nicht. Warte mal, ich google mal nach. Okay, Google. Wann ist die PS4 rausgekommen? 15. November 2013. Also ich habe meine erst 2020 bekommen. Ich fand's ja auch lustig. Ich habe mich auch richtig verarscht vorgekommen gefühlt. Das ist aber bei mir bisher bei allen den Konsolen, die ich hatte, irgendwie war das immer so. Ich krieg die Konsole, ein Jahr später kommt schon die neue raus. Es ist bei mir einfach bei jeder Person. Ich hatte mein Nintendo, ein Jahr später kommt das 3DS raus. Ich hatte eine Wii, ein Jahr später die Wii U. Ich habe eine PlayStation 4, ein Jahr später die PS5. Also ich habe echt kein Glück. Da denkt man sich echt so, da hätte ich doch lieber ein Jahr gewartet und hätte mir denn das genommen. Er schlug vor, auf den Fluss zu reisen. Achso, soll ich jetzt das. Soll ich jetzt meine Mannschaft rufen oder was? Doch, die rufe ich da mal. Trick wie, ich will jetzt nichts sagen, aber irgendwie kommen meine Leute nicht. Was soll ich machen? Achso, der folgt mir. Oh, Glück gehabt. Oh. 100 Vorräte. Okay, er will auf den Schluss. Also auf den Schluss, alles klar. Dann hier, komm. Komm hierher. Wir nehmen das hier. Wir nehmen das Boot. Komm her. Hier kann ich sicher deine 20 Leute mit mir rumschleppen auf dem kleinen Boot. Irgendwie geht das nicht. Was mache ich denn jetzt so? Langschiff rufen, hier. Ich habe die falsche Taste gedrückt gehabt. So, aber hier kannst du doch mitreisen, oder? Ich meine, das hier ist ein schön. Okay. Ist er eingestiegen? Er ist eingestiegen. Oh. Okay, und wo müssen wir jetzt hin? Sehen wir wieder. Vor allem, ich glaube, ich habe irgendwie das Spiel kaputt gemacht. Ich reite immer überall mit dem Pferd hin, aber hier scheint man wohl mit dem Boot eigentlich hinkommen zu sollen. Warum ist da eine Barrikade? Warum sind hier Barrikaden? Junge, die nerven immer. Nein, schon wieder eine. Ich will die nicht ausweichen. Die sind einfach übelst nervig. Jetzt müssen wir umkehren, weil die Wichser eine fucking Barrikade hier hin platziert haben. Gut, wisst ihr was? Ich bin da mal so nett. Ich schütze den Schiffstrupp. Ja, machen wir. Wo sind die denn gerade? Keine Ahnung, die sind irgendwie weit weg. Ihr Hundesöhne! Bei YouTube muss man immer freundlich bleiben. Eigentlich wollte ich auf das Fass schießen. Hier, guck mal, ich kann auf Fässer schießen. Was wollt ihr tun? Ich glaube, so war die Mission irgendwie nicht gedacht. Na egal. Okay, das war's. Ah ne, auf der anderen Seite sind auch noch welche. Ey, willst du mich veräppeln?
Ach komm, als ob der noch lebt. Entschuldige Sie. Ich habe auch nicht unendlich viele. Ey, da ist irgendwo noch einer. Hallo, ich kann den Schild beschwören auf dem Schiff. So, der ist tot. Kommt, Schiffchen, komm weiter. Kann er nicht, weil das andere weiter hinten liegt. Come on, Alter, was ist denn das für eine Drecksmission? Ich hasse so eine Escort-Mission einfach. Magst du Escort-Missionen? Ich kann die überhaupt nicht ausstehen. Hier zum Beispiel muss ich gerade 3 Schiffe exportieren. Ja toll, danke. Ich stehe unter Beschuss. Hier sind verdammte, wie heißt es? Einfach nur verdammte Leute, die auf Barrikaden. Es ist nervig. Diese Escort-Mission ist einfach nur kurz nervig. Dazu kommt, als ob der jetzt Alter, willst du mich verarschen, Spiel? Ey, da ist nix. Du kannst da locker vorbei. Los jetzt, beweg dich. Nicht schießen, beweg dich doch endlich. Mann! Ich steuere gleich das Schiff persönlich, Alter. Jetzt beweg dich! Mann! Ich hasse die Mission. Ey, das ist jetzt ab sofort meine absolute Hassmission in dem Spiel. Ich sehe nicht meinen scheiß Gegner. So, na, oh, ich wollte gerade fragen, war es das? Aber nein, da ist natürlich noch einer. War es das jetzt? Ich habe nämlich nicht unendlich viel Leben. Nein, das war es immer noch nicht. Da ist immer noch einer. So. Könnt ihr jetzt bitte weiterfahren? Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. So. War es das jetzt? Scheinbar. Hat die gerade gesagt, stopp an. Alter, es sind hier noch mehr. Ich will nicht mehr. Okay, ich will einfach nicht mehr. Hier. Einfach auf die Fässer schießen. Ich habe eh nicht unendlich viele Pfeile. Alter, ich bin fast tot. Könnt ihr jetzt mal den Typen hier töten? Toll, jetzt muss ich Nahrung verbrauchen. Danke, Spiel. Och. Och komm, Alter, das ist nicht mehr unauffällig, dass da wer ist. Die hocken auf dem Felsen und denken wahrscheinlich, oh geil, guck mal, ich bin Invisible Girl. Och, ich will nicht mehr. Kann man mir nicht wenigstens irgendeine nützliche Mission geben, ey? André, bist du noch da? Warum erzählst du mir keine Lebensgeschichte von dir? Na doch. Du musst mir deinen ganzen Lebenslauf vortragen. Ärmster. Alter, ich hasse euch einfach, okay. Ich sehe nicht mal was. Alter, das ist eine richtige Drecksmission einfach.
Wer bei Assassin's Creed dachte sich so, ja, Alter, Escort-Mission muss hier reden, aber bitte diesmal auf ein Schiff mit hunderten fucking Gegnern, die dich die ganze Zeit abschießen, du keine Nahrung mehr am Ende hast und was weiß ich nicht alles. Wie bitte? Hühnchen. Na doch. Ey, jetzt bewegt sich dieses Schiff nicht. Willst du mich verarschen? Alle drei Schiffe bewegen sich nicht. Junge, bewegt euch doch bitte. Fahrt jetzt bitte. Fahrt einfach, okay? Ich hab keinen Bock mehr. Also kurze Frage, was sind deine absoluten Hassmissionen in Videospielen? Denk mal ein bisschen nach. Ja, zum Beispiel, ja. Ich finde die immer richtig episch, sogar diese Kämpfe. Aber nee, was ich hier hasse, sind auf jeden Fall Escort-Missionen. Weil ein Fehler und du hast die ganze Mission verbuggt oder musst einen scheiß Speicherpunkt laden, weil der im Weg steht. Und vor allem hier ist es eine richtig nervige. Du hast zwei Schiffe, die du verteidigen musst. Und dann ist da noch die Kacke, dass die einfach die ganze Zeit unter Beschuss stehen und festhängen und alles. Und dann musst du dich umdrehen nochmal. Und als ob man nicht schon scheiße genug wäre, das Steuern. So, sind wir da? Scheinbar. Ach, zum Glück, ey. Ich habe keinen Bock mehr. Okay. Sag mal, kann ich dich vielleicht überreden, dass du mit mir Rec Room aufnimmst und noch mit wen anders? Was willst du machen? Ja, dann frag mal. Naja. Ja. Ja, abends ist klar. Weil ich habe auch nicht immer Bock, tagsüber aufzunehmen schon. Ab und zu kann ich das machen, gerne, aber abends ist für mich echt die angenehmste Zeit. Kann ich verstehen. Ja. Und. Okay. Also mir persönlich stört es nie, wenn irgendwer im Hintergrund dabei ist. Außer halt, es ist jetzt wirklich nervig und braucht länger als... Weil ich musste schon mal rauscutten. Normal, früher ging ja meine Assassin's Creed Let's Play immer so eine Stunde. Hat sich halt kein Schwein angeguckt, darum habe ich es auf eine halbe Stunde gekürzt. Das guckt man wenigstens noch. Ja, und... Dann ist da meine Oma reingekommen. Ins Zimmer. Die ist reingekommen und hat mich gefragt, was willst du zu Weihnachten und alles. Und... Es hat mich ehrlich gesagt schon ein bisschen getriggert, weil sie halt 5 Minuten vorne stand und geredet hat. Und das waren halt 5 Minuten, die da jetzt vom Let's Play gefehlt hätten. Also habe ich einfach, musste ich das rauscutten. Ja, das ist an sich gut, aber da ist halt die Frage, wie lange willst du mal aufnehmen? Wenn ich cutte, komme ich meistens so auf 10 Minuten. Uncut kann man auch mal, natürlich. Allerdings musst du dann so sehen, dass wir so das ganze Farmen und so immer so abwechselnd machen müssen. Sprich, eine Folge farmen wir vielleicht, die andere Folge bauen wir oder kämpfen wir, halt sowas halt. Das müsste man denn so machen. Und dann ist noch die Frage, wie lange willst du das Let's Play treiben? Bis wir den Ender Dragon besiegt haben, oder... Gut,
dann können wir so machen. Dann ist noch die Frage, ob wir dann halt das Ganze, ob wir halt auch viel bauen werden oder sowas. Aber ich glaube, das wird sich dann so ergeben. Weil ich meine, wenn. Das ist ja Standard. Weil ich wollte schon sagen, wenn du jetzt sagen willst, du willst nur die Story durchspielen, dann wärst du, wenn du mich hast, quasi wärst du nach innerhalb 2, 3 Stunden schon durch. Und das wären halt nicht viele Folgen. Ja. Weil du kennst du Minecraft Flucht von Paluten? Das mache ich immer persönlich immer am liebsten. Wenn du so ein Dorf hast, kannst du da Dorfbewohner züchten, die kriegen Beruf und dann kannst du dir da immer was du brauchst, kannst du dir immer von den Dorfbewohnern holen. Verschwendest du keine Materialien. Du musst halt einen Smaragd immer geben, aber wenn du einen Archer hast, kannst du halt für 16, ja, so, ich glaube, das war für 16 oder 32 Sticks immer einen Smaragd bekommen. Und du weißt, wie schnell man Sticks hat, also ist das gar nicht so eine Rede wert. Wird sich ergeben. Also ich will nachher noch mit Rec Room aufnehmen, mit Tobi. Und da wollte ich halt fragen, ob du dabei sein willst. Okay, wo willst du, wann kommst du denn wieder? Also, naja, kannst du gerne machen. Ja, können wir machen. Leider nicht. Also, aber mein Bruder bekommt nächsten Monat einen Gaming-PC und hat mir angeboten, dass ich da auch immer mal aufnehmen darf. Ja. Das kann man auch rein theoretisch auf der Konsole aufnehmen. Also das ist nicht unmöglich. Das, du musst nur die Commands kennen. Allerdings musst du dann... Ich spiele doch sowieso mit Maus und Tastatur, also bringt das für mich, ist das... Ja, das tue ich persönlich auch sehr gerne. Also ich weiß nicht, was die anderen haben, aber ich farme gerne. Ja, aber du musst schon sagen, ich würde für mein Haus gerne persönlich alleine verantwortlich sein. Ja, denn ich bin jemand. Ja, also ich tue, das muss ich auch mal schon in vornherein sagen. Was Minecraft angeht, bin ich derjenige, der sehr gerne baut und vor allem sehr gut bauen kann. Ich kenne schon einige Tricks und habe Master Builders, keine Ahnung wie oft gespielt und habe dann gefühlt 90% Siegeschance. Also. Ja, das ist auch richtig so. Also, ich baue auch immer meine Häuser. Wenn, je nachdem, wenn ich. Kommt drauf an, was für ein Typ mein Haus sein will, soll. Ob ich jetzt Villager-mäßig machen will, also Villager-Dorfhaus oder halt komplett eine Eigenkreation. Es kommt immer drauf an. Ist auch eine Idee, ja. Also halt so eher ein bisschen ärmlicher aussieht halt mit dem Sandhaus. Das würde auch in der Wüste persönlich, finde ich, gut reinpassen. Ja. Also was Wüste angeht, finde ich mehr das, Alter, ich verliere gerade verdammt viel Leben. Einfach weil ich mich nicht konzentriere. Nee, also was Wüste angeht, habe ich es persönlich auch immer so gemacht, versuche ich die Häuser immer so ein bisschen ärmlicher aussehen zu lassen.
Aber wenn es so ein normales Dorf ist, halt in Wald oder so, was Wald angeht, dann versuche ich es immer so ein bisschen zu tarnen. Oder halt, wenn es auf einer Wiese ist, dann versuche ich es richtig Dorf zu machen. Ja? Also ich habe... Alles klar. Also ich habe bei mir dem Projekt, was ich halt mit privat mit jemandem spiele. Wir haben eine Villager-Zuchtbude gebaut, so nennen wir das. Wie der Name schon sagt, kannst du dir wahrscheinlich denken, was wir da gemacht haben. Also wir haben da zwei wir hatten halt nicht so viele Villager und die sind uns halt, keine Ahnung wie, immer wieder verstorben. Wir wissen halt echt nicht, wie sie sterben konnten, die sind immer wieder gestorben. Wir haben nichts gemacht oder sonstiges, die sind einfach tot gewesen. Also haben wir eine Zuchtbude gebaut und da züchten wir die. Jetzt mittlerweile haben wir über 30 Villager. Und selbst jetzt verschwinden immer wieder mal ein paar Villager und wir wissen halt echt nicht wohin. Das Netherportal haben wir abgebaut. Die, also halt zugebaut. Die Kirche ist selber auch nochmal abgeriegelt, die wir gebastelt haben. Wir haben das Dorf abgeriegelt. Ja. Wir haben sie eingesperrt. Wir haben das ganze Dorf eine Mauer drumherum gezogen und es gibt nur einen Ausgang und den kannst du nur mit Knöpfen betätigen. Weil das halt mit Eisentüren sind. Und wir verstehen trotzdem nicht, wo die verschwinden. Ja. Ja. Ja, mein Let's Play ist auch gleich zu Ende. Ich bin schon bei 26 Minuten. Ja. Ja gut, das steht auch schon lange auf meiner Wunschliste. Ja. Boah, das ist schön. Ja. Also, ich würde auch sagen... Also ich würde auch sagen, eine Sache, die wir auf jeden Fall schon mal vorweg klären müssen. Jeder von uns baut, wie er es für richtig hält. Nicht, dass einer von uns auf einmal der Baumeister ist und sowas, sondern halt echt, dass jeder von uns einfach baut, wie er lustig ist. Ich, ja, schätze ich auch so 30 Folgen ungefähr. Meinst du auf so einen Server oder wie? Varo. Also Varo. Oh nein, ich bin vergiftet. Scheiße. Scheiße. Na gut, hätte man vielleicht erwarten müssen, wenn man schon gegen den Giftmeister kämpft. Also, sprich, wie hieß die Olle? Diese Schlangenfrau meinst du jetzt, oder wie? So eine Art. Ja, genau, die. Den. Das ist natürlich immer nervig dann. Ja, moin. Stimmt, da fällt mir gerade ein, wer ist der schwerste Gegner, den du jemals hattest in einem Videospiel? Nenn mir mal einen von vielen, also halt so einen Favoriten, sagen wir mal. Nein, du kannst auch PC nehmen, wenn du magst.
Muss nicht unbedingt ein Endboss sein. Du kannst doch einfach ein Zwischenboss oder so. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, kann ich verstehen. Also mein bisher schlimmster Gegner war Cordelia einfach. Cordelia ist hier in Assassin's Creed die stärkste der drei Hexen und oh ja, die sind unnervig. Also ich kann mir auch schon vorstellen, so große, starke Gegner oder so sind immer die nervigsten wahrscheinlich. Aber auch kleine, wendige sind nervig. Also Cordelia ist so eine Gegnerin, die ist einfach richtig spammermäßig unterwegs gewesen. Kannst auch. Ja, ja, jetzt ist sowieso Schluss. Jetzt ist gerade die letzte Sequenz und dann ist Schluss. Ja. Ja, dann bis zum nächsten Mal, mein Freund. Na klar. Aus der Rinderbrücke. Leute, jetzt bin ich alleine, ne? Naja, wir haben noch einen Philipp, aber der hat sich stumm geschaltet. Ja, das klingt natürlich blöd hier gerade, ne? Er will nicht, was ich ihm zu geben habe. Also ich muss dir gerade zuhören. Ich habe die ganzen Sequenzen alle ignoriert, das will ich niemals hören. Oh, ich hab Durst, ey. Die Jarl-Ehre steht wohl eher Willi zu. Also ich würde schon sagen, dass er es ist. Kommenden Tagen leiten. Oh, ich voll synchron. Reite mit ihm und redet wie nur alte Freunde es können. Ich mag den Kerl. Ach ja. Ich dachte gerade, ich könnte mich bewegen, aber es ist noch nicht so weit. Die Sequenz war länger als gedacht, ey. Ja, das kann ich mir schon denken. Also denn, Leute, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, schaut rein, lasst Abo da und bye bye.